Wir präsentieren heute für euch selbstgemachte Oreos. Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich heute riesig, euch was ganz, ganz Tolles zu präsentieren. Oh, ich freue mich echt extrem drauf. Ich bin auch mega aufgeregt. Wir machen heute Oreos. Mega einfach. Es ist mega einfach und mit ganz wenigen Zutaten zusammengeschraubt, zusammengeschustert. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mal hier vorne schauen. Ich habe schon wieder was vorbereitet. Das, was ich als erstes vorbereitet habe, das zeige ich euch hier. Das ist der Teig, der Keksteig. Den habe ich schon ein bisschen eher vorbereitet, weil der muss ein bisschen im Kühlschrank, der braucht ein bisschen Ruhezeit. Die Zutaten für den Teig und für die Oreo-Creme, die bekommt ihr diesmal in der Beschreibung schon. Dann könnt ihr das auch sehr gut selber nachmachen. Und dann seht ihr auch, dass es eigentlich eine richtig gute, günstige Alternative. Nein, es ist ja keine Alternative. Wir machen ja Oreo-Kekse. Was rede ich schon wieder? Es ist auf jeden Fall günstiger, als wenn man ins Geschäft kauft und sich da eine Packung Oreo-Kekse kauft. Habe ich das Geschäft gesagt? Also, nichtsdestotrotz und... Ich habe genascht, denn dieses Rezept, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist vegan. Als ich das erfahren habe, war ich richtig aus dem Häuschen. Denn ich sage, Oreos sind kleine, runde Glücklichmacher. Andere nehmen Tabletten. Für mich persönlich ist das wirklich ein richtig guter Glücklichmacher. Ich habe Oreo-Kekse früher überhaupt nicht gegessen. Ich mochte die Dinger überhaupt nicht. Meine Kinder, hier, oh Mama, kauf Oreo, Oreo. Ich so, die schmecken doch überhaupt nicht. Seit einiger Zeit kriege ich gar nicht genug davon. Dann haben wir angefangen, uns vegan zu ernähren und sind auch immer noch dabei. Und dann habe ich gedacht, toll, jetzt kannst du keine Oreos mehr essen. Da ist ja Milch drin und so und Ei und hier und da und tralala. Und dann habe ich gegoogelt. Google ist ja super. Und Google hat mir gesagt, für die vegane Ernährung geeignet. Da, vegan. Da, veganfrei wollte ich sagen. Margarine ist drin. Vanille. Eigentlich kommt gemahlene Vanille rein. Aber wenn ihr jetzt hier rüberkommt und die restlichen Zutaten seht, dann seht ihr, dass es mal wieder für mich keine gemahlene Vanille gab. Im Winter, wenn die Keksbackzeit ist, dann schmeißen sie mich wahrscheinlich tot mit gemahlener Vanille auf dem Land. Aber nein, gibt's nicht. Deswegen habe ich Vanille-Aroma geholt. Ist aber auch gut. Doch, man kann es nehmen. Gute Alternative. Und ja, wie gesagt, ich habe dann probiert, man kann den Keksteig auch so essen. Und wisst ihr auch warum? Es ist kein Ei drin. Keine Salmonellengefahr. Okay, das ist der Keksteig. So viel dazu. Eine Ausstechform. Entweder nehmen wir hier die geriffelte Seite. Dann sieht es blümchenmäßig aus. Wobei, das ist ja schon fast Oreo-mäßig, ne? Ja, deswegen, ja. Gute Idee. Wir nehmen dann die Seite, weil die runde Seite ist ja langweilig. Für die Füllung, für die Creme haben wir hier jede Menge Puderzucker, Margarine und hier ist dann halt das Vanille-Aroma, Vanille-Extrakt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es vorhin probiert. Es schmeckt extrem nach Vanille. Das war es eigentlich auch schon. Jetzt können wir auch schon anfangen, den Teig hier auszurollen. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll, ohne dass mir die ganze Kacke auf dem Dings klebt hier. Ich habe eine Idee. Ich bin ja schlau, ne? Wir nehmen ein... Was? Boah, das ist voll Schokolade, ey. Da ist aber Kakao drin. Ich drücke den jetzt einfach mal so ein bisschen so runter. Ich könnte hier so alles voll sabbern. Ich habe da so einen Bock drauf. Ich liebe Oreos. Wie esst ihr eure Oreos denn am liebsten? Tunkt ihr die in Milch oder dreht ihr das auf und lutscht dann erst die Creme ab? Das könnt ihr mir doch einfach mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich echt gespannt, wie ihr die Oreos esst. Also, ihr werdet gleich sehen, wie ich die Oreos esse. Krümelmonster ist ein Schiss dagegen. So, jetzt rollen wir das erstmal ein bisschen aus. Weil ich esse nicht, ich fresse. 5 bis 8 mm muss das dick sein. Ich kriege das hier gar nicht gerollt, das ist viel lustiger. Weil das immer hin und her rutscht. Das sollen 12 Oreo-Kekse werden. 12 Oreo-Kekse heißt, 24 Stück müsste ich ausstechen können. Wollen wir mal sehen, ne? Ich
gut aus, ne? Ob das jetzt wohl. Weißt du was, ich mach mal einen Probestich. Mal gucken hier. Ja, das sieht gut aus. Die Breite nehmen wir, ne? Ich hol mal hier das Blech. So, ich habe jetzt ein paar Kekse ausgestochen hier. Ich habe jetzt erstmal nur so ein paar gemacht, damit ihr dann gleich ein schönes Ergebnis seht. Ich habe Hände wie ein Totengräber, als wenn ich gerade frisch von der Wiese gekommen wäre und Hügel gebuddelt hätte. Ich packe die Dinger. Löcher gebuddelt hätte. Boah, ich bin so blind wie ein Maulwurf und habe an einen Maulwurf gedacht. Und ein Maulwurf, der buddelt Tunnel. Und daraus entstehen dann Hügel. So, genug gequatscht. Ich sehe aus, als wenn ich in, was weiß ich, rumgegraben hätte. Ich packe jetzt den Ofen. Ja. Für 10 Minuten. Hoppla. Ungefähr. So, und wenn die dann gleich aus dem Ofen rauskommen, dann lassen wir die ein bisschen auskühlen und während die auskühlen, machen wir dann die Creme fertig. Dann sage ich mal, bis gleich. Ciao. 12 Sekunden später. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Heute back ich, morgen brauche ich. Übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Kekse sind fertig. Ich dachte, einen runter. So, die lassen wir jetzt hier mal ein bisschen auskühlen. Während die Kekse jetzt abkühlen, bereiten wir die Creme zu. Da kommt jetzt einfach die Margarine hier rein. Puderzucker. Ja, es ist verdammt viel. Und ich sag euch, die sind nicht gesund, die Kekse. Absolut nicht. Aber erstens sind es Glücklichmacher, denn es sind Oreos. Und zweitens ist es total egal. Es ist vegan. Jetzt kommt dann noch Vanille hinzu. Es sollte 1/4 Teelöffel gemahlene Vanille sein. Ich habe keine Ahnung. Soll ja noch Vanille schmecken, ne? Und ab geht's. Ich halte jetzt meine Klappe. Das reicht. Auch das könnte ich so weglöffeln, obwohl ich weiß, dass es nur Margarine ist. Ne? Da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Bevor das jetzt auf die Kekse kommt, die sind ja auch noch warm, kommt das jetzt für ein paar Minuten in den Kühlschrank. Und dann geht es gleich weiter mit dem dritten Step. Bis gleich. 3 Uhr 28 nachts. Läuft. War das jetzt gerade dein Ernst? Ja. Okay. So, jetzt kommen wir in die Endphase. Ich kann es nicht. Ich habe gerade die Dinger zu probieren. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die werden jetzt nur noch bestrichen. Wir nehmen mal einfach hier so einen Keks, ne? Ich kann da so reinbeißen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Passt das? Das passt. Wunderbar. Die Creme war jetzt ein paar Minuten im Kühlschrank, damit die nicht so flüssig ist. Und dann machen wir mal hier ordentlich was drauf. Das verstreiche ich ein bisschen. Und. Boah, das. Ja. Boah. Ein bisschen zusammendrücken. Machen wir hier. So, und da ich ja ein bisschen ballerballer bin und den Faden verloren habe mal wieder, ich bin wieder vom Punkt hier gekommen, vom Punkt, ne? Verdammt, ey, ich krieg's auch nicht geschissen heute. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, vergesst es nicht. Und wenn ihr Bock habt, noch mehr zu sehen, schreibt es in die Kommentare. Jetzt habe ich es doch hingekriegt. Das ist jetzt der dritte Keks. Lach mal, Chris, ein Keks. Das war's, mehr mache ich nicht, weil ich kann es echt nicht mehr abwarten, diese Dinger jetzt zu probieren. Ich bräuchte eigentlich so wie beim Zahnarzt so einen Sauger, ne, der den Speichel absaugt. Nichtsdestotrotz, ich probiere diese Dinger jetzt. Boah, so geil. Das ist mega geil. Was ich euch jetzt empfehlen würde, ist, wenn ihr die Kirche...
Kirche. Da könnt ihr mal sehen, wie ich diese Dinger hochlobe. Wenn ihr die Kekse bestrichen habt. Wenn ihr die Kekse fertig bestrichen habt, packt sie einfach für eine Zeit in den Kühlschrank, dass die Masse schön fest wird, weil sie hier ein bisschen rausläuft. Aber das ist mir jetzt total egal gewesen. Ja, ich lasse es sein, sonst fange ich wieder an zu naschen. Das ist mir jetzt egal gewesen, weil ich wollte es jetzt für euch probieren. Ist klar, im Kühlschrank wird es fest. Die sind mega, mega geil. Super simpel von der Zubereitung. Einfach nur fantastisch. Die kommen den Originalen sehr nah. Schmecken meiner Meinung nach aber tausendmal besser. Weil sie sind einfach selbst gemacht. Und es sind keine, wie immer, keine Konservierungsstoffe drin, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker hier und da und tralala. Punkt aus. Lecker. Bitte, bitte, bitte selber nachmachen. Das Rezept, die Zutaten bekommt ihr in der Beschreibung. Ich mache es kurz, weil ich einfach nur essen will. Hier unten könnt ihr noch zwei andere Videos von uns sehen. In der Mitte ist der Abonnier-Button. Drücken nicht vergessen. Und ich sage einfach nur noch Ciao mit V. Bananenbrot TV.